Ja, Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zum heutigen Abend. Heute spielen wir Meet Your Maker. Ein Spiel, das vor kurzem rausgekommen ist. Ein sehr, sehr lustiges Spiel. Von dem, was ich bisher gesehen habe. Ja, das Spiel ist gefühlt eine Mischung aus Super Mario Maker 2 und G-Bot Death Run. Das heißt, das wird ein grausiger Abend. Hanni ist übrigens auch dabei, der ist nur gerade nicht am Hörer. Ah, So, da kommt er da gerade bin ich wieder. wieder. Meine Mutter schmeißt jetzt gerade noch eben Pizzis rein, sprich, ich werde noch gleich noch mal circa 10 Minuten weg sein. Ja, da wissen die Zuschauer auch Bescheid, weil der Stream ist on. Okay. Ja, der Hanni, der macht gerade Tutorial. Ich habe das offscreen schon gemacht. Man hört mich wieder bei ihm als Echo. Stelle jetzt gleich um. Wenn du unbedingt Sound haben willst, du könntest auch einfach Kopfhörer an den Controller anschließen, ne? Ja, toll, dann muss ich aber scheiß In-Ears nehmen. Das tut immer so weh nach einer Zeit. Also ja, ich habe schon den ein oder anderen Run gemacht. Sehr erfolgreich sogar. Kannst mich dann wenigstens ein bisschen leiser stellen bei dir. Gib mir einen Moment. Dass ich mich etwas weniger selbst höre. Also ja. Es gibt hier so drei Schwierigkeitsgrade, was die Levels angeht. Die Maps, die wir bestreiten, die sind alle von Spielern gebaut. Wir müssen da gleich reingehen. Da müssen wir so ein spezielles Genmaterial aus deren Basen holen und das Ding ist voll gekleistert mit Fallen, Wachen und hast du nicht gesehen. Ja, und es gibt halt hier normal, die sind richtig einfach, die Maps, da ist so gut wie gar nichts gebaut. Gefährlich, die sind schon relativ mehr gefährlich, aber finde ich, sind alleine machbar. Ich habe einmal brutal gemacht, da wirst du sofort aus dem Leben genommen. Und ja, so oben rechts, da sieht man, wie groß die Map ungefähr ist. Also anhand der Balken, das, was ihr jetzt gerade zum Beispiel im Fokus sieht, ist nur ganz klein. Das sieht ihr an dem Einzelbalken. Dann hier zum Beispiel, das ist eine ganz große Map und das ist eine mittlere. Ich habe mir auch schon eine gekauft, aber ich muss die erstmal bebauen. Also dafür braucht man halt wirklich diese Ingame-Währung, diese goldene da, um da bauen zu können. Eventuell baue ich ja für den Sunny fürs nächste Mal einen Kurs und er baut einen für mich und dann gucken wir mal, wer den schlimmeren gebaut hat. Was meinst du, Sunny? Können wir machen. Ich höre gerade die Zukunft. Wie du mich so mieses Stück nennst oder irgendwas in der Art. Ich höre das jetzt schon irgendwie. Können ja dann sogar einen Wettkampf draus machen, wer den Kurs des anderen schneller schafft. Also ja, die Hintergrundgeschichte von dem Spiel ist übrigens hier Postapokalypse. Wir versuchen die Menschheit zu retten, mehr oder weniger, und dafür holen wir Genmaterial und verfüttern das der Chimäre, das in diesem roten Kasten sitzt. Ja. Also, wir müssen hier gerade eh noch auf Sunny warten. Es gibt hier so fünf verschiedene Fraktionen, für die man hier übrigens spielt. Die können ja auch hier an den Symbolen immer links erkennen. Die haben im Lager und hier auf dem Map-Beschreibungen dasselbe Symbol. Da unter Belohnungen. Also hier gibt es zum einen den Waffenberater. Hier kann man sich so ein bisschen Ausrüstung von nebenbei holen, zum Beispiel ein paar Granaten, wovon ich direkt mir ein paar gekauft habe. Ich könnte mir auch noch ein paar andere Sachen hier kaufen. Ich erforsche mal die Energiebarrieren. So eine Energiebarriere dabei zu haben, klingt doch ganz nett. Ja, So, hier kann man dann die Wachen bitte. verbessern und Sachen verkaufen. Hier kann man den Charakter selber ein bisschen anpassen. Da habe ich mir auch schon eine Anpassung gegönnt. Ich stelle einfach mein Headset leiser, dann höre ich mich zumindest nicht.
Es ist mega irritierend. Du würdest es aus der anderen Sicht genauso sehen. Ja, und hier bei der hier kann man sich halt Fallen kaufen. Also das ist die Fallenfraktion so gesehen. Ich zeige nochmal hier, damit ihr die Symbole für die ganzen Fraktionen seht, auch für YouTube. Da lade ich später auch hoch. Da mache ich aber, glaube ich, so einzelne Runs als Videos. Das Spiel ist so am 4. April rausgekommen und kostet bei fast jeder Plattform 30 Euro. Ich sage fast jeder, weil momentan könnt ihr es bei der PlayStation, wenn ihr PS Plus Mitglied seid, kostenlos erwerben. Aber auch nur diesen Monat. Danach ist halt wieder weg. Ne, du? Ja. Nach solchen Gamer hat er recht. Wir den Schuhen verlangen, die Dauer los und hilft halt uns in die. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem schwachen Dungeon, ne? Sobald du da fertig bist. Ja. Also ja, wir sind auf jeden Fall, egal was passiert, wir sind One-Shot. Also, es ist auch stets Friendly Fire an, sowohl für uns als auch für die Feinde. Die können an ihren eigenen Fallen verrecken. Aber wir können uns auch so gesehen gegenseitig umbringen. Man hat übrigens nur so 2 Schuss, man kann das auch aufwerten, dass man 3 Schuss hat. Und ja, man kann die Munition aber immer wieder aufsammeln. So, ich mache jetzt erstmal ein Level auf normal. Wir spielen halt im Multiplayer. Da ist alles ein bisschen einfacher generell, aber wir wollen erstmal hier zum Zeigen eine ganz einfache nehmen. Ich habe auch hier direkt eine, wo wir direkt für alle Fraktionen was bekommen. Was ich auch schon sehen konnte, auf jeder Map kannst du noch so ein Zusatzding einsammeln. Also da gibt es so eine Turbine, da kriegst du richtig viel Material. Man muss nämlich Gegner töten zum Material bekommen. Man muss das Genmaterial einsammeln. Da sind jetzt ein Schweinchen in meinem Chat. Wie jeden Stream. Ja, wir müssen halt beide das Genmaterial holen und damit kommen. Ich habe das bisher nicht im Multiplayer geholt. Ist halt das erste Mal Multiplayer. Da unten, da ja. Seht ihr auch unser Material, unsere Munition. Also ich habe jetzt hier so 2 Schuss, habe jetzt einen verballert. Aber wenn ich da hingehe, dann kann ich das wieder aufheben. Der hat da, glaube ich, einfach nur alles hingeklatscht, was er hatte. Na, Sani, wie ist es so auf dem Boden? Ich kam nicht weg. Ich kam aus irgendeinem Grund nicht durch die Scheißtür. Ja, jetzt liegen wir beide tot auf dem Boden. Juhu. Also die schlauste Taktik, die ich bisher gefunden habe, du kannst übrigens, wenn du den linken oder rechten reindrückst, so ein bisschen um die Ecken schielen. Ja, das ist dass du so ganz vorsichtig immer um die Ecken guckst und dann eventuell da erstmal abschießt, bevor du irgendwie weitergehst. Wie gesagt, es gibt auch noch so manche Turbinen auf der Map, die sind ganz laut, leuchten golden und sind ein ganz großes T. Im Übrigen, dieses komische rote Etwas da, das führt uns immer zu unserem Objective. Ich wette mit dir, der hat alles an den Anfang geklatscht. Ciao, Sunny! Da war ein Greifhaken. Ah, na toll. Deswegen kam ich auch gerade nicht weg. Ja, der Greifhaken hat dich gepackt und gesagt, nee, nehm ich mit. Wir müssen den Greifhaken ausschalten. Der ist auf der rechten Seite, das allererste. Ich hab ihn. Wenn du das auf der linken Seite den Flammenwerfer vernichtest, kann ich auch meine Munition wiederholen. Oder wir machen uns ganz einfach, du gehst einmal kurz da weg. Flammenwerfer ist aus. Geh weg. Ich mach's mal ganz einfach. Oh. Ich hab doch gesagt, Friendly Fire ist an. Stimmt, da war ja was. Ich hab übrigens auch schon ein Upgrade gekauft, damit sehe ich, wo meine Munition stets ist. Rechts, die mittlere Falle ist noch aktiv. Ich habe keine Munition, sonst würde ich sie kaputt machen. Ich auch nicht. Ich habe die beiden Fallen links kaputt gemacht. Achtung, da ist noch eine Falle. Aber du kannst eigentlich safe hier runter. Hier unten ist keine Falle mehr. Achtung, links hier an der Wand ist eine Falle. Ach, fuck. Ach, da. Shit. Ja, das ist halt noch ein einfaches Level, ne? Der hat einfach nur alles an den Eingang wahrscheinlich geklatscht und danach nichts mehr übrig gehabt. Das ist auch eine ganz kleine Map.
Wir können auch erstmal gucken, ob wir das Bonus-Ding finden, weil das gibt ultra viel Material, was du halt für alles brauchst. Ich lieg wieder im Dreck. Warum? Ich habe die beiden Seiten frei gemacht und da war auf der anderen Seite genauso wie auf der anderen auch noch eine Feuerfalle. Ich wollte meine Munition holen. Du musst die Munition halt wieder aufsammeln. Du kriegst die nicht wie bei anderen Spielen irgendwie random. Du kannst einfach mit dem Enterhaken hier rüberziehen. Ist safe. Du musst halt nur instant loslassen. Ja, genau so bin ich auch gestorben. Den Enterhaken, wenn die Dinger kaputt sind, stört der ja nicht mehr. So, eine Kugelfalle ist kaputt. Ich übernehme die auf der rechten Seite. Achso, ich habe jetzt hier einen drauf. Weil dann mache ich hier noch links eine kaputt. Vorsicht, Feuer. Ja, ich ziehe mich rüber, sobald es weg ist. Zweite Kugelfalle ausgeschaltet. Ich habe gleich die linke Seite gesaved. Die linke? So, ja, die Seite, du siehst ja, wo ich bin. Die Seite ist gesaved jetzt. Das ist die rechte. Kommt das Feuer bis hier hin? Nö, ich kann einfach schießen. Nein! Was ist passiert? Ich wollte mich rüberziehen, der ist runtergefallen und danach war ich in der Lava. Meine Munition ist nämlich auf der anderen Seite. Wusstest du, dass hier unten auch noch eine Falle liegt? Irgendwo? Da ist noch eine Stachelfalle hier unten. Du kannst mich retten, du musst halt nur die Falle kaputt machen vorher. Muss ich mal gucken, wie am besten. Ich mach mal kurz hier eben, dass das hier Ja, am besten die Dinger immer Nahkampf kaputt machen. ja, so mache ich es auch. Hier in der Mitte unten ist eine Stachelfalle. In der Mitte. Da ist eine Stachelfalle. Aha. Oh, da Da ist ist noch Feuer. Feuer. Da war Feu-Feu. Die Schwierigen kommen doch, Also Sonny. Feuer wusste ich nicht. Aber das Feuer hatte sie mir keine Info gegeben. Das wusste ich nicht. Ich hatte Sunny gefragt, ob er mitmachen will, und er hat gesagt, ja, das wird bestimmt ganz lustig. Das wird harmlos. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Klar, wir sehen es ja Kann ich dann. mich eigentlich auch an dich ranziehen? Ja, kann ich. Du bist auch ein Grappling-Punkt. Genauso das Vieh. So, ich habe links kaputt gemacht. Voll, voll. Hier unten, geh bloß nicht auf der Seite runter. Also hier unten hat er die Stachelfallen platziert. Du machst das. Deine Seite ist wenigstens safe. Ja, ich brauchte meine Ammo wieder. Ja, bevor du dann hier runter gehst, würde ich erstmal den Weg freischlagen und dann erstmal die Feuerfallen. Der hat auf beiden Ebenen eine Feuerfalle gepackt. Fuck, Danach. ich wollte nicht in die Lava. Fuck. Ich wollte Also mich die linke eigentlich Seite über die. ist fies. Ja, ich wollte mich eigentlich darüber hängen, dass ich da runterfallen kann und dann die Stampfdinger da kaputt machen kann. Die wollten mich zermatschen. Dich will alles zermatschen. Glaub mir, alles will deinen Tod. Alles. Ich finde das manchmal lustig. Von den Schwierigen sind manche richtig einfach und von den Leichten sind manche richtig schwer. Hast du eins von den beiden schon kaputt gemacht? Ja. Sind schon beide. Ich versuche mal ein anderes Play. Nein. Ja, das Play versuche ich nicht. Hast du auf der Seite alles kaputt gemacht? Ja, rechts ist alles kaputt. Warte mal, ich will einfach nur mal jetzt wirklich gucken. Das Ding ist halt wirklich genau dahinter, was wir holen wollen. Also ich habe den Schlagweg frei gemacht.
Hast du mich revived? Ja, ich muss nur vorher die Fallen da kaputt machen, die mich instant töten wollen. Cool, danke. Ich habe die untere Falle abgeschossen. Man kann auch eine Weile kurz kleben bleiben, bevor du nicht abhangelst. Ja, das habe ich gesehen. So, die Fallen sind kaputt. Du musst übrigens aufpassen, nur weil jetzt übrigens alle Fallen kaputt sind, heißt es nicht, dass hier jetzt schon alles clear ist. Weil wenn man das Genmaterial eingesammelt hat, kann es nämlich sein, dass danach noch ein paar weitere Fallen Ja, oder kannst du Leute mich kurz spawnen. rewrite? Danke. Ich wollte eigentlich da oben an die Mitte, aber irgendwie hat es nicht so ganz Du geklappt. hast einen Doppelsprung. Zur Not. Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Er hat irgendwie direkt von der Decke losgelassen, warum auch immer. So, und hiernach kommt tatsächlich nichts mehr. Wow. Guck, hier ist das dann. Wir müssen das Okay. beide einmal einsammeln. Bleib am besten erst einmal ganz kurz stehen. Die brauchen 5 Sekunden, um zu spawnen, die Fallen. Weil es kann jetzt halt wirklich sein, ob das hier noch weitere Fallen sind. Die können das extra einstellen, ob erst nach den Einsammeln von dem Teil die Fallen noch spawnen. Es kann aber auch wirklich sein, dass er einfach alles, was er hatte, hier hingeklatscht hat. Zumindest hat sich das Feld verändert. Aber ich glaube, das hier ist nichts. Ne, hier ist nichts mehr. Wow. Er hat einfach alles hingeklatscht. Ja, und damit haben wir ein Level nach wie vielen Versuchen geschafft? Schon total genial. Ja, es Spaßig. war. Ja, es war spaßig, das war's. Spaßig ist so meh. Das ist die meh-Wertung. Die sind 9-mal gestorben. Ich habe die 4-mal revived. Ich war eine gute Ablenkung, steht bei mir. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.